letzten Folge haben wir ja unser Klingklim gefangen. Das will ich jetzt wieder aus dem Team rausnehmen, weil ich mir überlegt hatte, als ich jetzt privat gespielt habe, ein anderes Pokémon wäre durchaus dafür mehr geeignet. Positiv. Klar, dann muss das wieder ein bisschen umgebaut werden, weil soll das ursprüngliche Team, was ich mir eigentlich so vorgestellt habe, kann es nicht geben, hat seine Gründe. Und zwar, ja, welche Gründe hat es? Und zwar habe ich Denkfehler drin gehabt. Der erste Denkfehler kam beim Thema Grammox. Grammox habe ich gedacht, wir spielen bestimmt leuchtende Perle. Hätte es nicht im Team gegeben, hatte ich erst gar nicht berücksichtigt. Ich war eigentlich im ursprünglichen Team tatsächlich drin. Musste dann wieder rauskommen, weil ich gesagt habe, wir brauchen eigentlich dafür Pokémon, weil durch diese VM-App braucht man die tatsächlich nicht. Naja, dann habe ich doch Grammox gefunden und dachte ich mir, jetzt ist es doch ins Team. Dann habe ich jetzt gedacht, Klingklim. Okay, warum nicht eigentlich? Aber jetzt privat ist ein anderes Team-Pokémon auf die Idee gekommen. Und das müssen wir hier fangen. Und by the way, es gibt noch einen Trainer, den ich übersehen habe. Und zwar hier oben in dieser Route, auf dieser Route gibt es einen kleinen Trainer, den ich noch übersehen habe, den wir noch mitnehmen wollen. Erstmal müssen wir ein neues Teammitglied fangen. Unser jetzt neues Teammitglied ist tatsächlich Mediti. Oder Mediti? Wie auch immer. Ein Pokémon vom Typ Kampf und Psycho. Da ich ein anderes Kampf-Pokémon vorgenommen habe. Wir gucken mal, wie wir unser Team aufbauen. Sagen wir es mal so. Ich mache das jetzt ein bisschen lang. Eigentlich war es, wie gesagt, anders geplant, aber. Ja. Wir machen, wie ich auch schon letzte Folge gesagt habe, wir machen es einfach. Warum nicht? Achso, natürlich erstmal frohes neues Jahr. Die erste Folge im Jahr 2023 ist jetzt endlich online, also zumindest im Buch von Pokémon. GTA läuft natürlich immer mal wieder weiter durch. So. Jetzt gucken wir mal. Ich weiß, ich bin zwar nicht so der Fan davon, auf die Wesen zu schauen, aber wir gucken einfach mal drauf. So. Also das ist Polita. Tiere hoch, es ist okay. Aber wie gesagt, ich habe einen Trainer übersehen. Und zwar hier. Da. Das habe ich gedacht, das war ein Felsen, aber das ist es nicht. Es ist ein Trainer. Es ist ein Ninja, der sich da noch irgendwo getarnt hat. Ja, warum nicht? Nehmen wir mit. So. Er hat einen Zubat, jedenfalls. Ninja-Junge Akira. Also heute machen wir auf jeden Fall das Team Galaktik Gebäude. So in dem Fall. Das ist der ursprüngliche Plan gewesen in dieser heutigen Folge und das wird auch der Plan sein. Klar, dass ich den Trainer jetzt tatsächlich, wie gesagt, nur beim Privatzocken gefunden habe und dachte mir, Moment, den muss ich noch mitnehmen. Dann war das jetzt mal lieb. So, erstmal dieses Supertier weggekillt. Das zweite Zimmer schon ohne Probleme kriegen. Ja, wir versuchen es einfach. Warum nicht? Wie gesagt, Meditalis ist ein super starkes Pokémon. Ich bin ziemlich happy gewesen, als es so genommen wurde. Ich habe es einfach mal ausprobiert und dachte mir, das hat mich überzeugt. Und deswegen habe ich jetzt dieses Pokémon ins Team genommen. Start Klingklim, beziehungsweise dann Palimpalim. Weil ich habe einfach Bock drauf. Level 15. Rein. Mit dem Schmarrn. Stirb jetzt endlich. Jawohl. Gut, haben wir's. Ist doch
drei Zugriffs. Warum nicht? Also ich glaube, das kann durch diese sich den jetzt kann ich vielleicht auch die Verwirrung kriegen durch die Konfusion. Jo. So, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Glück, ein weiteres zu finden. Mehr Begieter einfach nur. Nur ein Begieter. Nur gebrauchbar. Ja, die ersten so 3-4 Minuten haben wir jetzt schon mal verblimpert, nehmen wir dieses Mini-Tiege, was aber nicht so Trainer. Aber wie gesagt, keine Sorge. Wir wollen ja alles mitnehmen. Und wie gesagt, es ist mir tatsächlich einfach durchgegangen. Also der Trainer. Die, wie gesagt, die Idee mit mir, die kam jetzt bei privaten Zocken. Da bin ich, glaube ich, irgendwo schon bei Ort Nummer 6, glaube ich, durch oder so. Aber wie gesagt, das hier spiele ich mit euch zusammen im Let's Play. So, auf jeden Fall, wie gesagt, heute machen wir das Gebäude da oben im Norden. Das ist nämlich das Einzige, was noch so fehlt. Hier in dieser Stadt haben wir schon mitgenommen. Gut, dann nochmal unser Team wieder aufgeheilt. Oder geheilt. Und jetzt machen wir. Jetzt wir hier den Zerschneider ein oder beziehungsweise lassen ihn dann einsitzen. Ja. So, gucken, ob hier noch irgendwo ein Item ist. Hier ist keins. Und jetzt befindet sich. Der Zerschneider steht doch nicht umsonst dort, oder? Was war die Team 46 Raub? Ja, warum nicht? Ich guck mal gerade, ob Kramox sie lernen kann. Weil es könnte ja. Ich guck mal gerade, wie das Moveset von Kramox aussieht. Ha? Ja? Ja? Die war eine. Ich hab eine Geistattacke, die war eine. Nur eine Lichtattacke mit rein. Vielleicht war es gar nicht so ein Glück, mal auch mal ein bisschen versteckter zu gucken. Ich dachte mir schon, irgendwo da hier hinten noch ein Item liegt. So, gucken wir mal hier oben rein. Okay, dann können wir jetzt reingehen. Dann können wir das jetzt heute mal in Angriff nehmen. Lass du mal nicht weg. Willkommen, Team Galactic. Bist du auch hier, um uns deine Pokémon zu spenden? Was? Nicht? Dann hau doch mal ab, endlich. Ich weiß nicht, dass das gleiche passiert wie der Besitzer des Fahrradladens, oder? Also haben die beiden tatsächlich mit dem Verschwinden zu tun. Team Galactic ist nicht in der Welt interessiert, die greift nach den Sternen. Übrigens hat das hier so ein bisschen im Hintergrund bollert, das liegt daran, dass ich an Silvester aufnehme. Wir haben jetzt ca. 3 Uhr. Es scheinen wohl die ersten Gemini anbelangt zu sein. Also, wie gesagt, das kann immer mal wieder hier im Hintergrund ein bisschen knallen. So, okay. Wir sammeln Pokémon für ein ganz erstaunliches Unterfangen. Wie der Fuchs ist dazwischen. Tut mir echt leid, aber Kinder können keine Mitglieder bei Team Galactic werden. Wer sagt denn, dass ich Mitglied werden will? Obwohl, es war vielleicht einfach mal so eine schlechte Idee, so ein Spin-off. Pokémon, dass man einfach mal nicht die gute Seite spielt, den Helden, sondern die Anti-Helden. Also zum Beispiel Team Rocket, Team Galactic und was auch immer, die böse Seite einfach mal spielt. Weil, ich würde einfach mal gerne wissen, wie die Alternative aussieht, sollte das böse Team tatsächlich seine Pläne umsetzen können. Fände ich interessant. Muss ich sagen. So, okay. Zubat. Ich weiß nicht, wie ihr das einfach mal seht. Einfach mal hier so ein bisschen drüber nachgedacht. So, wie geht das jetzt? Intro-Ladung ein, dass wir das Vorpel locker wegbrennen können. Und Panik. Oh, so das
beides nicht überlebt. So, Hypoladung auf Jamia natürlich, ganz klar erstmal. Und jetzt Glücker geht's auf Panikon. Komm, jetzt wieder fest. Mogli. Ah, hättest du vorher angefangen. Gut, mit dem Mogli bist du in der Ausschlag. Okay, jetzt mal hin. Doppel 21. Nachdem ich gut. Pizza raus. Dann haben wir zwei. Dann haben wir zwei Unlichtattacken und zwei Flugattacken. So soll das eigentlich der Plan sein. So. Panikon. Ach, nachdem ist so scheiße. Ich hätte gedacht, ja gut, ja, aber das ist eine spezielle Geisterattacke. Ja, okay, alles gut. Ich dachte, das wäre eine Lichtattacke. Nur wenn man auch was dafür. Ich habe selten, aber so die Pokémon im Team. So, die zwei Gruppe sind weg. Die sind weg schon mal. Da bist du nicht ein. Ja, klar. Ja, aber du bist doch nur ein Kind. Jo. Was ist hier? Leute. Weil ich das Team mal kurz heilen will. Bevor es dann jetzt im zweiten Obergeschoss weitergeht. So, Mediti kriegt natürlich jetzt erstmal die Feenklaue. Item weitergeben. Weil ich will Mediti ein bisschen trainieren. So! Hier sitzen wieder 1, 2, 3, 4. 4 Leute. Mal gucken, sind wir schon alles Trainer, oder? Halt. Hallo, ich will mit dir sprechen. Lass dich halt quatschen. Unsere Pläne sind unfassbar. So unfassbar, unfassbar, dass ich selbst nicht verstehe. Ich hält mich aber nicht davon ab, jeden zu bekämpfen, der sie durchkreuzen will. So. Ein Rüpel mit einem Wompel. Wumpel ist nur vom Typ. Käfer. Also macht wieder Bonita das Rennen. Ah, ich habe natürlich keine Lektion. Das kann ja alles noch verwerten. Vielleicht nehme ich doch was. Aber wieder. Spontan. So. Ich will nicht unbedingt diese 0815 einfach. Ja, Freischnauze, wie ich Bock drauf habe gerade. So, Zubat geht auf jeden Fall erstaunen an der Konfusion. Der erste steckt da gut weg. Level. So, der mit Charakter versagt hat. Mein Problem. Team Galactic arbeitet daran, hat daran, mal Energiequellen für die Zukunft zu finden. Okay, das ist gut. Mal schauen, wie gut dieses Pokémon ist. Ich hab's ja im Trainer schon gewitzt. Abgehen damit. Führt, wie auch immer. So, Shalako. Hm? Schalako, Schalako. Galaka. So, ich bleib jetzt drauf, jetzt auf Konfusion. Schalako sind uns auch nur mit dem Käfer. Und das. Das Schaden hat einen, um die Indie zu sinken. Ich komme hin. Hab's jetzt groß. Hab's jetzt groß, um mich hier. Angriffsattacken kann,
glaube ich nicht. Maximal Tackle. Jetzt ist noch Härten. Da bringt ja. Bringt jemand mal nicht. Weil wir speziell angreifen. Ja, fast. Tackle. Das kann doch Tackle. Oh, tschüss. So, dann haben wir das auch weg. Und wir erreichen die 14. Der Rüpel hat die Rüpelin. Was war das denn? Also das sind mehr gute. Ja, frisch. Aber die mysteriöse Katapult benutzt, um neue Energie zu erschaffen. Also nur die Hälfte. Okay. Dann schauen wir mal hier oben. Da ist nichts Wichtiges dabei, aber du möchtest bestimmt hin. Oh, vielen Dank. Wir lieben es, wenn Leute extra vorbeikommen, um uns ihre Pokémon zu spenden. Er sagt, dass ich euch die Pokémon spenden will. Spendet ihr mal lieber eure. Was hast du denn? Baumpel. Ihr habt immer nur den gleichen mit dem Grün. Baumpel, Schaloko. Bisher nichts Wichtiges. Bisher nichts Außergewöhnliches. Wo ich jetzt irgendwie große Angst vor haben muss. Ich habe für die Alternative noch ein Flug-Pokémon. Ich habe noch ein Feuer-Pokémon. Und ihr habt eh meistens immer die Gift-Kombos. Das ist eh wurscht. Weiter geht's. Konfusion. Was hat der Deckel? Jawohl. So, jetzt kommt noch ein Zubat hinterher. Und solange dieses Zubat noch keine Flugattacken kann, ist es eh nicht. So kurz vor seinem Tod noch eine Verwirrung oder so reingedrückt zu bekommen. Danke. Muss ich nicht haben. So, du meinst Geschichte? So, nochmal Chakalaka. Jawohl, jetzt triggert auch mal die Flinklaue. Das kannst du schon Giftstachel, ne? Weißt du, das ist manchmal das Glück. Ich sitze teilweise 4, 5 Mal hintereinander ein, das interessiert den nicht. Und wer jetzt einmal ein, dann sind meistens hier Flurm. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Alles sie. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Ein Sieg von mir oder dich? So. Okay.